Carsten van Rissen, der Skeptiker, der sich von der BGW und ihren Leistungen hat beeindrucken lassen. Seit er eine Stelle als Rettungssanitäter in einer Klinik angenommen hat, ist er Versicherter der BGW mit Überzeugung. Wirklich mit Überzeugung? Neulich traf ich mich mit einem Kollegen auf einen Pilz. Ja, auch Rettungssanitäter haben das Recht auf ein gepflegtes Feierabendbier. So, und jetzt kommt's. Der Friseur meines Kollegen hat sich überhaupt nicht mehr eingekriegt. So einen Hals hatte der auf die BGW. Da wäre eines Tages einfach so eine Aufsichtsperson von der BGW bei ihm im Salon aufgekreuzt. Überfallartig, wie die GSG 9, ohne Anmeldung. Palim, palim. Der hat den ganzen Laden kontrolliert und rumgemosert. Habe ich's doch geahnt, dass bei der BGW doch irgendwas nicht stimmt. Die knöpfe ich mir vor. Aufsichtsperson. Ich würde eher sagen... Silke Weigert, Präventionsdienst der BGW, hallo? Ja, hallo? Van Rissen. Na, welchen Betrieb haben Sie denn heute schon genervt? Also, da sehen Sie die Aufgaben der BGW aber sehr einseitig, Herr Van Rissen. Klar müssen wir uns ein Bild über den Arbeits- und Gesundheitsschutz verschaffen. Dazu besuchen wir Betriebe aller Größenordnungen, angemeldet wie unangemeldet. Aber vor allem geht es uns um Beratung und Unterstützung. Ja, aber... Nicht aber. Arbeitgeber und Arbeitnehmer wollen doch das Gleiche. Gesund und unfallfrei arbeiten. Und wenn wir helfen, das zu erreichen, ist das eine echte Win-Win-Situation. Ach so. Nehmen Sie zum Beispiel mal die Sicherheit in Krankenhäusern. Wir arbeiten gut und gern mit dem Präventionsdienst der BGW zusammen und wir sind dankbar und froh über Anregungen und Tipps. Hier ist eine von vielen Gefahren, dass sich das Personal an gebrauchten Spritzenkanülen verletzt und womöglich infiziert. Das muss man vermeiden. Deshalb müssen sichere Produkte verwendet und gebrauchte Kanülen in geeigneten Abwurfbehältern entsorgt werden. Uns ist es wichtig, dass die Mitarbeiter gesund bleiben. Okay, okay, habe ich verstanden. Es geht aber noch weiter, Herr von Rissen. Wir beraten auch zu anderen Themen wie zum rückengerechten Arbeiten oder zum Hautschutz. Da gibt es noch immer großen Informationsbedarf. Falsches Schuhwerk beispielsweise, mit allen negativen Folgen für den Rücken, ist immer noch weit verbreitet. Uns interessiert auch, wie der Arbeitsschutz in den Betrieben organisiert ist. Gibt es eine Fachkraft für Arbeitssicherheit, einen Betriebsarzt, Sicherheitsbeauftragte? Sind Ersthelfer ausgebildet? Warum das denn? Diese Personen unterstützen den Arbeitgeber und auch die Beschäftigten, wenn es um den betrieblichen und individuellen Arbeits- und Gesundheitsschutz geht. Jeder Arbeitgeber ist für die Sicherheit und Gesundheit seiner Mitarbeiter verantwortlich. Deshalb muss er auch ermitteln, welche Gefahren es an den Arbeitsplätzen gibt und was er dagegen tun kann. Das nennt man Gefährdungsbeurteilung. Und übrigens, das alles sind auch gesetzliche Vorgaben. Ach so. Wir unterstützen die Unternehmen dabei, ihre Aufgaben praxisgerecht umzusetzen und haben aufbauend weitere Angebote. Zum Beispiel Gesundheitsförderung durch Personalentwicklung. Die Arbeit in Pflege und Betreuung kann körperlich wie psychisch sehr belastend sein. Schichtarbeit, Stress, Zeitdruck, stetiger Umgang mit Leid führen zu hohen Krankenständen. Dabei gibt es zunehmend psychosomatische Erkrankungen. Hier setzt dieses Angebot an. Wir stärken gezielt die Fähigkeiten der Mitarbeiter im Umgang mit diesen Belastungen, damit sie besser ihren Arbeitsalltag meistern. Dank der praxisorientierten Weiterbildung wurden unsere Mitarbeiter und Führungskräfte gestärkt. Das wirkt sich auf die Arbeitsergebnisse und das Miteinander aus. Herr van Rissen, ist alles okay bei Ihnen? Wenn Sie noch mehr über meine Arbeit erfahren wollen... Nein, hab's verstanden. Sie haben mich voll überzeugt.
Habe ich doch gleich gewusst, dass bei der BGW alles in Ordnung ist. Ist doch schön, dass ich Ihnen weiterhelfen konnte. Tschüss. Auf Wiederhören.